Mein Name ist Babette Pirl. Ich bin die Vorsitzende des Kirchgemeinderates der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde der Stadt Crivitz und freue mich sehr, hier an diesem Adventskalender mitwirken zu können. Und ich lese heute für Sie die Geschichte von Frau Holle. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber. Und die andere musste alle Arbeiten tun und der Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße neben dem Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es heftig und ward so unbarmherzig, dass sie sprach: »Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie wieder hinauf.« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, da schien die Sonne und waren viele tausend Blumen. Auf der Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot. Das Brot aber rief: »Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken.« Da trat es mit dem Brotschieber heran und holte alles heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum. Der hing voll Äpfel und rief ihm zu: »Ach, schüttle mich, die Äpfel sind alle miteinander reif.« Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte so lange, bis keiner mehr oben war. Und als es alle in einem Haufen zusammengelegt hatte, ging es auf dem Pfade weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau. Weil sie aber so große Zähne hatte, wurde ihm Angst und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: »Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll es dir gut gehen. Nur musst du Acht geben, dass du mein Bett sorgsam machst und fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle.« Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es tat auch alles zu ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf, so dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr. Kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei Frau Holle. Da ward es traurig und wusste anfangs nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh war. Und ob es hier gleich viel tausendmal besser war als zu Hause, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr: »Ich habe den Jammer nach Hause gekriegt. Und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen.« Die Frau Holle sagte: »Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst. Und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder oben hinbringen.« Sie nahm es rauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du fleißig gewesen bist«, sprach die Frau Holle. Und es gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf ward das Tor verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus. Und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: »Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier.« Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester ganz gut aufgenommen.
Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war. Und als die Mutter hörte, auf welche Art es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen, hässlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger und stieß die Hand in die Dornenhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang hinein. Sie kam wie die andere auf die schöne Wiese und ging denselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder. »Ach, zieh mich heraus! Zieh mich heraus! Sonst verbrenne ich! Ich bin schon längst ausgebacken!« Die Faule aber antwortete, »Da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen. Bleib sitzen, bis du schwarz wirst!« und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief, »Ach, schüttel mich! Schüttel mich! Wir Äpfel sind alle miteinander reif!« Sie antwortete aber, »Du kommst mir recht. Es könnte mir einer auf den Kopf fallen,« und ging weiter. Und als sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil ihr von den großen Zähnen schon vorher erzählt worden war. Und sie verdingte sich gleich bei ihr. Am ersten Tage tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tage aber fing sie an zu faulenzen, am dritten Tage noch mehr. Und dann wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle nicht das Bett ordentlich, wie es sich gebührte, und schüttelte es nicht, bis dass die Federn flogen. Das ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Das war die Faule zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. »Das ist zur Belohnung deiner Dienste«, sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim und ward ganz mit Pech bedeckt. Und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief, »Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier!« Und das Pech blieb an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen.